Willkommen bei einem neuen Video, meine lieben Freunde. Es geht heute vorerst das letzte Mal um Daryl Dixon, bevor es nächstes Jahr mit der dritten Staffel weitergeht. Und ja, die zweite Staffel ist vorbei und wir haben einen Teaser bekommen für die dritte Staffel. Und ich bin sehr gehypt. Was Daryl Dixon Staffel 2 und auch die erste Staffel sehr gut hinbekommen haben, war es, ein neues Feeling aufkommen zu lassen. Man kannte zwar diesen Charakter Daryl Dixon, klar, in dem Fall auch Carol, aber was die wirklich gut geschafft haben, die sind ein bisschen weggekommen von diesem The Walking Dead Feeling. Das hat sich angefühlt wie eine neue Serie mit den gleichen Charakteren, mit einer neuen Gegend. Man hat diese Gegend auch gut genutzt. Man hat diesen Flair, der durch Frankreich in dem Fall ganz verändert wurde, sehr gut nutzen können. Denn ich meine, wenn man in Amerika dreht, ist es natürlich immer ziemlich gleich. Und dadurch hat man in Frankreich mal eine neue Gegend gehabt, man hat neue Gebäude gehabt, man hat neue Gebräuche gehabt in dem Fall. Die Personen haben anders geredet. Es gab verschiedene andere Sehenswürdigkeiten, die man in Amerika nicht schon 5000 Mal gesehen hat. Und das war sehr cool gemacht. Sie haben, finde ich, dieses andere Land, das sie in diesem Fall für die beiden Staffeln hatten, gut genutzt. Und was mir außerdem sehr gut gefallen hat, waren so Kleinigkeiten wie Accessoires. Die Sachen, die sie getragen haben, die Waffen, die sie genutzt haben. Es waren nicht nur die normalen Sachen, die wir auch schon davor kannten, sondern es wurde auch so ein bisschen angepasst. Und ich glaube, da brauchen wir uns auch keine Sorgen machen für die dritte Staffel, denn ich glaube, auch dort wird es genauso gut weitergehen. Hier haben wir jetzt ein neues Land, wir haben neue Bräuche, wir haben neue Regeln, wir haben neue Personen, neue Gruppen und ich glaube, das wird sehr gut funktionieren. Da habe ich echt sehr hohe Hoffnungen dafür und ich mache mir da eigentlich keine wirklich große Sorgen. Deshalb bin ich da auf jeden Fall zuversichtlich. Was denkt ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Seid ihr gespannt auf Staffel 3? Was sind eure Erwartungen für Staffel 3? Und was glaubt ihr, könnte da zum Beispiel auch mit rankommen? Sicherlich werden sie auch verschiedene Werke wieder mit reinbringen, verschiedene Orte, die bestimmt bekannt sind. Und was wir auch im Teaser schon gesehen haben, dass auf jeden Fall viele verschiedene neue Charaktere mit reingebracht werden, die mit Sicherheit einige Auswirkungen haben werden. Wir hatten einen, der mich im ersten Moment kurz an Machete erinnert hat. Wahrscheinlich wird er einer der Antagonisten werden. Nehmen wir stark an mit seinem grimmigen Blick. Hat es eigentlich ganz gut gepasst. Und deshalb, ja, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wir haben viele verschiedene Orte gesehen, die auch wieder komplett neu gewirkt haben. Die Dekoration, sie war in der Wüste, es waren verschiedene Sachen, die echt gut anzusehen war. Und deshalb bin ich da wirklich sehr gespannt. Ich meine, Staffel 2 hat jetzt damit geendet, dass sie in dem Fall endlich von Frankreich weggekommen sind, was ja ursprünglich eh schon das Ziel war. Und ja, Laurent ist auf dem Weg im Flugzeug nach Amerika. Carol wird den Piloten gesagt haben, wo Commonwealth genau liegt. Und daher werden jetzt in dem Fall direkt dorthin fahren und werden wahrscheinlich dann dort berichten, was in Frankreich alles so vorgefallen ist, dass dort Carol und Daryl in dem Fall zurückgeblieben sind und jetzt selber nochmal versuchen, nach Amerika zu kommen. Was natürlich jetzt merkwürdig sein wird, die werden jetzt die Info bekommen, dass die beiden am Leben sind und dort in Europa gerade rumlaufen. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis die beiden wieder in Amerika ankommen. Und ich weiß nicht, ob die da vielleicht irgendwie mal eine Art Trupp entsenden werden. Die sind ja mittlerweile so gefestigt mit dem Commonwealth, dass sie sich, glaube ich, auch leisten könnten, größere Trips nach außen hin noch zu unternehmen. Ich bin mal gespannt, ob da vielleicht irgendwas in der Art vorkommen könnte. Stell dich mal vor, ich weiß nicht genau, wie viele Staffeln von Daryl Dixon noch drankommen werden. Nehmen wir mal an, Spanien wäre der letzte Halt für ihn oder für die beiden, bevor sie wieder zurück nach Amerika kommen. Stell dich mal vor, am Ende von diesem ganzen Arc in Spanien tauchen auf einmal wieder solche Soldaten auf mit den Rüstungen vom Commonwealth und man denkt sich nur, was geht hier ab? Ja, das wäre gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich meine, so safe wie die mittlerweile sind, könnte ich es mir vorstellen, wer weiß. Ich finde schon cool, wie sie es gemacht haben, dass sie in dem Fall diesen Tunnel oder diesen Channel, wie der jetzt auch in dem Fall heißt, benutzen, um gerade nach England zu kommen. Und daher bin ich gespannt, was genau der Grund sein wird, warum sie dort nicht hinkommen. Ich habe auch schon im letzten Video gemeint, dass vermutlich dann einfach der Weg versperrt sein wird. Und zwar so sehr, dass es unmöglich ist, da durchzukommen. Oder, dass sie vielleicht einfach nur eine Zeit lang brauchen. Eventuell brauchen sie einfach nur irgendwelche Mittel, um durchzukommen. Und um diese Mittel zu kommen, werden sie in dem Fall irgendwie in Fragen müssen, wodurch sie dann irgendwas reingeraten und dann nur sehr schwer wieder rauskommen. Ich glaube auch, dass es wieder irgendeine Art Gruppe geben wird, die halt dann wieder gegen eine andere kämpfen wird, logischerweise. So eine Art Freiheitsgruppe gegen die Unterdrücker oder so eine Art, das ist eigentlich das Typische vom The Walking Dead-mäßigen
Ja, deshalb denke ich mal, genau das wird auch wieder aufkommen. Was ich aber auf jeden Fall hoffe, ist, dass jetzt nicht nochmal ein Kind gerettet werden muss. Ich fand, das mit Laurent wurde richtig gut aufgebaut. Ich mochte diese Kombination, auch dass Darren in dem Fall ihn da unbedingt zurückbringen wollte und in dem Fall mit zusammen mit ihm im Commonwealth leben wollte. Mit Isabel hat es nicht geklappt. Leider finde ich sehr schade. Ich muss wirklich sagen, die beiden hätten da weiterhin zusammenbleiben sollen. Aber ich bin froh, dass Laurent jetzt in Sicherheit ist. Und ich hoffe, es kommt aber jetzt nicht nochmal eine Version von einem anderen Kind. Ich hoffe, das bleibt jetzt dabei. Es soll in dem Fall nur noch um diese beiden Charaktere, Carol und Daryl, gehen, wie sie versuchen, da weiter durchzukommen. Und ich finde, das hat gut funktioniert in Frankreich. Deshalb mache ich mir da keine Sorgen. Ich glaube, in Spanien werden sie da auch eine sehr, sehr gute Version mit reinbringen können von dieser Kombination und trotzdem so viel Neues zeigen, dass es einem wieder wie was Frisches vorkommt, was wirklich perfekt ist. Was ich mich jetzt natürlich noch frage, ist, sie haben jetzt diesen Background-Arc von Carol abgeschlossen, damit, dass Carol in dem Fall ihre tote Tochter weggeschickt hat und sie war am Ende mehr oder weniger zufrieden, in Anführungszeichen, und daher denke ich mal, das Thema ist abgeschlossen. Was wird also dann in dem Fall bei Daryl oder bei Carol noch passieren? Denn sie müssen noch irgendeine kleine Version von Hintergrundgeschichte bekommen. Das muss sein, finde ich, weil ansonsten fühlt es sich, glaube ich, ein bisschen schwach an. Bei Daryl war es das Ganze in dem Fall, dass er einfach alle dauernd verliert und sich deshalb in dem Fall an die anderen beiden, Laurent und Isabelle, geklammert hat und die beiden auch mitnehmen wollte nach Amerika. Wie gesagt, bei Isabelle hat es nicht geklappt, aber bei Laurent hat er jetzt in dem Fall Erfolg gehabt und deshalb wird er, sobald er zurückkommt, da auf jeden Fall ein sehr gutes Leben führen können. Vor allem, weil Rick irgendwann wieder zurückkommt. Bitte, 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 endlich! Es dauert schon viel zu lange. Aber naja, deshalb, ich denke jetzt mal, die werden noch irgendetwas gezeigt bekommen. Ich würde mich darüber freuen, wenn Daryl und Carol vielleicht nochmal irgendein Gespräch haben würden, vielleicht ganz am Anfang der Staffel, in dem es darum geht, was noch in Amerika passiert ist. Weil das war mir ein bisschen zu wenig in Staffel 2. Die haben sich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Und ich finde, man könnte dort noch irgendetwas mit reinbringen. Oder vielleicht auch irgendeine alte Story nochmal aufleben lassen. Man könnte vielleicht sogar, zumindest mit Carol, einen Flashback-Moment mit reinbringen, der in dem Fall komplett neu ist. Denn ich meine, Carol sieht kaum älter aus. Klar, ihre Haare ein bisschen vielleicht und minimalen Gesicht. Aber ich finde, das geht wirklich sehr gut. Sie könnte eine alte Szene spielen, in der sie vielleicht ihre alte, ängstliche Version nochmal zeigt. Ich glaube, das wäre cool. So was in der Art könnte man machen. Irgend so eine Art Geschichte fortführen, die aber in der Vergangenheit schon zurückliegt und an die sie sich erinnert. Und das läuft dann auf irgendwas hinaus, indem sie in dem Fall nochmal stärker wird am Ende der Staffel und gefestigt da wieder nach Amerika zurückkommt. Ja, was sind eure Erwartungen für die Staffel? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren, was in dem Fall in der nächsten Staffel mit drankommen wird. Und da würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn Dead City Staffel 2 endlich released wird.